Seit mehr als 30 Jahren wurde hier kein Trabant mehr hergestellt. Grund genug, mal zu schauen, was man von dem Ort, an dem einst der Trabant vom Band lief, noch sehen kann. Ja, ich werde heute hier das Werk 2 einmal vorstellen. Thomas Müller, Mitglied im August-Horch-Förderverein, nimmt euch mit auf einen kleinen Rundgang. Endmontage Trabant VEB Sachsenring zur Zeit der DDR bis 1991 sind hier die Trabis vom Band gelaufen und alles ist auch noch da. Die Bausubstanz ist komplett vorhanden. Zeigen werde ich, wo war welche Produktion beim Trabant, an welcher Stelle und was konnte man noch mit Duroplast machen und als besonderen Schmankerl, ja, wie hat es sich denn angefühlt, wenn ein Mitarbeiter vom VEB Sachsenring sein eigenes Auto hier abholt? Wir sind jetzt hier zwischen der Audi-Straße und der Grimmitschauer Straße bzw. August-Horch-Straße beginnt an der anderen Seite. Und da finden wir einen Fahrradweg vor, sehr komfortabel. Wieso ein so großer Fahrradweg entsteht, das ist ganz einfach. Hier war mal ein Bahngleis, nämlich eine Industriebahnlinie, ein Ringkreis, wo 23 Betriebe angeschlossen waren. Das Gleis nannte sich ZCM, also Zwickau, Grossen, Mosel. Die waren hier also alle angeschlossen, unter anderem auch hier die Entladung oder die Bahnverladung für den Trabant. Die ging hier bis in die, naja, Ende 70er, Anfang 80er Jahre hinein von hier aus los. Also zwei Rangiergleise führten hier in das Innere des Betriebes und somit konnten die Fahrzeuge hier verladen werden und sofort auf die Hauptstrecken weitergeladen werden. Ja, und die Bahnverladung, die musste also einen neuen Platz bekommen und das war die Schubertstraße in Zwickau. Also dort, wo dann die Trabis direkt auf eigener Achse hinfahren mussten. Und da gab es eine besondere Situation, denn diese Fahrer nannte man Weißkittel. Die hatten allesamt weiße Kittel an und stiegen also mit 8 Personen in die Trabis, fuhren das zum Bahngleis und dann mit einem B1000 wieder zurück. Währenddessen die mit dem Trabi hier zunächst durch Wohngebiete heizt. Und da kann man sich vorstellen, mit gezogenem Schock durch eine Wohnsiedlung, das hatte die Bevölkerung gar nicht gerne. Ne? Und das wurden, die Beschwerden wurden immer mehr. Und man musste also eine Entlastungsstrecke, die allesamt nur durch Industriegebiete führte, hier separat bauen. Da war der VEB Sachsenring einfach verantwortlich dafür. Und an dieser Stelle hier kam dann der Trabant mit fertiger Lackierung. Also der war bereits tauchgrundiert, der war beplankt und fertig lackiert. Es kam da hier an und dann wurden die Karosserien erstmal in einen Karosseriespeicher, also das sind große Lagerregale, die hier am Rand dieser Fahrbahn stehen. Und nachher nimmt sich der Staplerfahrer eine Trabantkarosserie und setzt sie genau hier hinter mir durch die Wand auf das Montageband. Dann geht's ab mit dem Trabi, die sogenannte Wendeeinrichtung kommt dann. Dann dreht man den ganzen Körper des Trabanten um. So kann man am Unterboden ohne Überkopfarbeit arbeiten und die ganzen Dinge, die also am Unterboden erstmal befestigt werden. Die Hinterachse kommt rein. Mordskrach machte es und sehr gefährlich sah es aus, wenn ein Gabelstapler über diese Straße fuhr. Da kann man sich vorstellen, wenn hier ein Stapler über diese Betonplattenfahrwege fährt, wie die Karosserie sich darauf verhält. Der Gabelabstand ist ja, naja, vielleicht so 1,20 Meter, 1,30 Meter, mehr nicht. Und da muss also die Karosserie erstmal draufbleiben. Es ist einem da regelrecht Angst geworden, wenn man dazu sieht. Die Staplerfahrer hatten das aber voll im Griff. Und genau hier an dieser Stelle war die Anlandung. Da kamen die LKWs, die brachten Motor und Getriebe. Also der gesamte Fahrschemel wurde hier in Teilen angeliefert. Zum Teil aus Karl-Marx-Stadt, was die Rumpfmotoren waren. Und dann Getriebe und Achsen und so weiter und Dreieckslenker. Ja, wie, was man sich so vorstellt, was man für den Fahrschemel braucht, Federung natürlich, die landen hier einzeln an, werden hier in dem Gebäude hinter mir vormontiert, denn an der Stelle, wo wir jetzt sind, da ist auch die Hochzeit, das heißt, das Ovalband, das kehrt also einmal hier um und direkt nach dem Umkehren ist also die Hochzeit von Karosserie und Fahrschemel. Und nun ist der Trabant schon in der Lage, selbst zu rollen, was er dann auch später macht, durch die Prüfstände nämlich. Die Gebäude des Sachsenring Automobilbau
stammen aus einer industriellen Hochzeit und mussten ganz spezielle Merkmale nach Bauordnung besitzen. Und trotzdem, dass also hier die Fassade ja eine Industriefassade ist, denn es gab damals zu dieser Bauzeit, 10er, 20er Jahre in Zwickau, eine Bauordnung, die festlegte, industrielle Bauten sind generell in Klinkerbauweise auszuführen. Und trotzdem ist diese Fassade wunderschön geworden, denn man hat sich hier einer besonderen Verbandtechnik und Schmucktechnik hier bedient. Und die Architekten, die hier diesen Auditurm und das ganze Ensemble entworfen haben, das sind die gleichen Architekten, wie sie den Hauptbahnhof und das Ensemble neben dem Hauptbahnhof in Leipzig entwickelt haben. Ja, und nachdem dann tatsächlich der Trabi seine Räder bekommen hat, Auspuffanlage, alles komplettiert ist am Unterboden und an dem gesamten Fahrzeug, geht es eben durch die Prüfstände. Und da wird also nochmal der Motor das erste Mal jetzt hier gestartet. Der ist einmal Probe gelaufen in Karl-Marx-Stadt. Ja, da muss er erstmal gecheckt werden, ob er überhaupt läuft. Und dann geht er hier also das erste Mal im Automobil los, der Motor. Und jetzt fährt also der Trabi auf eigener Kraft durch die Prüfstände, Lichtmessanlage, Scheinwerferüberprüfung, einen Lichttunnel für die genaue Oberflächenprüfung. Und nachher hinter mir in dem Gebäude ist dann eine Berieselungsanlage. Das heißt, hier macht der Trabant einen 90-Grad-Winkel in seiner Montagefahrbahn und fährt also jetzt hier durch eine Berieselungsanlage. Optimalerweise sitzt ein Kollege dann drin und untersucht mit einer Taschenlampe auf das Fahrzeug auf innerliche Undichtigkeiten. Wenn das alles absolviert ist, rollt der Trabi hier den Ablaufberg hinunter und kommt in der Fertigmacherei an. Und durch eines dieser drei Tore, die es früher mal waren, also eins sehen wir heute noch, da musste jeder Trabant, der also hier auf die Räder gestellt worden ist, fast 3,1 Millionen Stück, einmal rollen. Also hier raus kommt dann der Trabi, nachdem er die Fertigmacherei besucht hatte. Und jetzt entscheidet sich, muss er nochmal zur Nacharbeit oder kann der Trabant direkt zur Verladung gebracht werden. Nacharbeit heißt, auf jeden Fall braucht er noch sein Gestühl. Also die Sitzmöbel, die im Inneren sind, die sind zu bestimmten Jahren hier eingebaut worden, in dieser Halle hinter mir. Beziehungsweise gab es einen Stühlebau, das Gebäude ist heute aber nicht mehr existent. Hinter mir in dem hohen Gebäude sieht man also das Werkleitergebäude. Da saß der Betriebsdirektor und einige seiner Fachdirektoren drin. Und die Halle, die also hier von uns aus jetzt gesehen davor liegt, das war eine Auslieferungshalle, wo auch gerade die Mitarbeiter, die Sachsenring-Mitarbeiter, ihr Auto abgeholt hatten. Und jetzt will ich euch mal erzählen, eine Geschichte, die damit im Zusammenhang steht. Was genau ist abgelaufen? Und zwar hat man ja gewusst, welche Seriennummer bekomme ich, sobald also die Rohkarosse gefertigt war und beplankt und lackiert wurde, wusste der Mitarbeiter, da ist schon seine Fahrgestellnummer drin, die er bekommen wird. Und jetzt der entscheidende Punkt ist, wenn das Fahrzeug hier an die Endmontage rangerät, dann nimmt sich der Mitarbeiter einen Tag Urlaub und nicht nur das, dann nimmt sich auch ein Bündel mit 20 DDR-Markscheinen. Also ein richtiges großes Bündel brauchst du da. Und jetzt geht der den ganzen Tag, an dem er Urlaub hat, neben seinem Trabant hinterher und verfolgt ihn hier auf dem Montageband. Und die 20 Markscheine, die helfen dabei, dass man also besonders interessante, hochwertige oder schöne Dinge, die man also auch richtig gut machen könnte bei der Endmontage, dann bekam. Ja, so ein kleiner Tauschhandel, der war also dann Usus. Und nachher holt er hier hinten in der Halle sein Fahrzeug ab und ist natürlich ganz stolz, wieder mal Trabantbesitzer. Auf der anderen Seite, hier drüben, war dann also der Speisesaal eingerichtet. Für die Werktätigen war immer nur das Beste gut genug, ohne also wirklich jetzt zu flunkern. Es war tatsächlich ein Kunstwerk, dieser Kultursaal und der Speisesaal, die waren also mit besten Baustoffen und mit besten Einrichtungsgegenständen versehen. Hier hat man also tatsächlich Material eingesetzt, was so einfach in der DDR nicht zu kriegen war. Ja, und ganz interessant ist auch hier diese
Aufdachkonstruktion, also ein Dach über dem Dach. Das wurde in den 80er Jahren hier errichtet. Das komplette Endmontagegebäude war also undicht und diesen alten Dächer aus den 1915er Jahren oder so ähnlich, da regnet das überall rein. Und jetzt hat man während der Produktion komplett ein neues Dach über das alte Dach gebaut und der Clou ist, das alte Dach dann während der Produktion auch weggerissen, sodass die neue Außenhaut das neue Dach bildete. Der Mangel in der DDR machte erfinderisch. Wie anfangs versprochen, zeigen wir jetzt, wozu man damals beispielsweise noch Duroplast-Bauteile verwendet hat. Ja, ich hatte ja versprochen, zu sagen, was kann man denn mit Duroplast sonst noch machen, außer einen Trabant beplanken. Ja, ganz profan hier, diese Füllungen dieser Haustür, das ist also ein Produkt hier der Handwerker, die im Betrieb gearbeitet hatten, das sind Duroplast-Füllungen. Natürlich aus wärmeenergetischer oder aus Dämmsicht sehr gewöhnungsbedürftig, also hier schlägt der Frost durch, aber es war auf jeden Fall praktikabel. Hier sehen wir den originalen Fußbodenbelag, der also noch erhalten ist hier an der Stelle für eine Tunneldurchfahrt. Aber so waren auch diese Platten hier verlegt im gesamten FB9, staplerfeste Hartsteinplatten aus Vulkangestein. Zum Schluss gibt uns Thomas noch eine kleine Zusammenfassung. Ja, ich will euch noch mal komplett den Weg zeigen, den wir jetzt hier gegangen sind. Also hier hatten wir angefangen, der blaue Metallzaun mit dem Sachsenring-Logo, sind dann hier vor zu diesem ehemaligen Gleis ZCM. Die Bahnverladung war also ehemals hier. Dann geht hier vorne das Gebäude herum. Hier beginnt also praktisch das Ovalband oder hier macht es die Kehre und die Hochzeit folgt. Hier ist auch gleichzeitig die Anlieferung von Motor und Getriebe. Und hier hinten wird also der Trabi aufs Band gesetzt. Da kommt er also hier im Werk 2 fertig lackiert und als Karosse an und bekommt dann seine Komplettierung mit Fahrschemel etc. Fährt dann hier hinten wieder zurück und so diese 250 Meter hier, da endet jetzt mit den Prüfständen das reine Montageband und hier hinten ist die Berieselungsanlage und die Fertigmacherei. Und hier ist der Trabi fast komplett fertig, aber kommt dann noch also seine Stühle rein. In den letzten Baujahren war hier bei der Nummer 14 der Stühleeinbau noch mal mit in dieser Halle. Also Fertigmacherei und das Gestühl kommt jetzt in das Fahrzeug. Das war ein kleiner Rundgang durch das ehemalige Trabantwerk. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich wie immer über einen Daumen nach oben oder gar ein Abo. Das wäre Urst. Bis bald, euer Jan.